Zwei Jahre liegen hinter Sefta Bingöl und Jutta Montoni. Seit kurzem sind sie ausgebildete Sterbeammen. Beide arbeiten seit einigen Jahren im Avokura Seniorenzentrum im Schlenk. Mit der Ausbildung zur Sterbeamme wollten sie ihre Sichtweisen auf Leben, Sterben und Trauern erweitern. Also die Ausbildung war für mich persönlich ganz toll. Ich habe sehr viele persönliche Erfahrungen machen können. Ich konnte sehr viele Beispiele mitbringen aus der eigenen Praxis und die wurden dann dort in der Ausbildung sehr gut beleuchtet und wir konnten mit vielen neuen Erfahrungen dann zurück ins Alltagsleben gehen, also in die eigene Einrichtung. Zum ersten Mal wurden in Duisburg Sterbeammen ausgebildet. Und genau diese Ausbildung ist bei den 10 Frauen auf fruchtbarem Boden gelandet. Trotz Abschluss wollen sie sich weiterhin treffen und gemeinsam lernen. Initiatorin der Ausbildung ist Heilpraktikerin Claudia Kardinal. Aufgrund persönlicher Erfahrungen mit dem Tod möchte sie Sterbende begleiten und Angehörigen Hoffnung geben. 2001 gründete sie in Hamburg eine eigene Akademie, die Akademie für Sterbeammen und Sterbegefährten nach Claudia Kardinal. Ich habe immer mehr die Analogien gesehen. Wenn wir reinkommen ins Leben, ist allen klar, wir brauchen eine gute Hebamme. Und an der Ausgangstür des Lebens ist niemand da. Mittlerweile gibt es 9 Standorte in ganz Deutschland, an denen ihre Unterrichtsinhalte vermittelt werden. Unterstützt wird sie dabei von 7 Dozentinnen. Zum einen lernen die Teilnehmerinnen, Sterbenden einen friedvollen Abschied zu ermöglichen. Sie sind aber auch Lebensammen, die in schwierigen Lebenslagen Halt bieten sollen. Eine Konkurrenz zu Hospizen sieht Claudia Kardinal dabei nicht. Also von meiner Seite aus verstehe ich die Konkurrenz überhaupt nicht, weil ich sage, das sind 2 verschiedene Schuhe. Das eine, da geht es wirklich darum, diese Probleme praktisch anzugehen und eine Verwandlung hinzukriegen. Und das andere heißt, einen Rahmen zu geben, einen Rahmen zu schaffen, wo derjenige tatsächlich einen Ort findet, wo er landen kann oder abfliegen kann. Sie will den Tod salonfähig machen, denn das würde der Gesellschaft und uns allen gut tun. Wenn wir den Tod tabuisieren, da wird uns genommen, dass es heißt, hey, du hast nicht viel Zeit, mach doch was draus. Da ist die Beschäftigung mit dem Tod ein großes Geschenk. Die Beschäftigung mit dem Tod als Geschenk. Die Teilnehmerinnen haben diesen Punkt schon erreicht. Für ihre Treffen suchen sie Gegenstände, die einen Bezug zum Leben und Sterben darstellen. Sie sind Impulse für Gespräche, in denen die Frauen ihre Emotionen teilen können. Besonders die Krone ist ihnen wichtig, denn die steht dafür, dass auch die Sterbeammen oft viel Kraft für ihre Arbeit benötigen. Sie teilen das Leid mit den Menschen, denn geteiltes Leid ist halbes Leid.